Geheimraum. Ich will auf jeden Fall zum Geheimraum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ich gehe einen längeren Weg, weil dort wahrscheinlich der Boss ist und ich trotzdem an Geheimraum ran kann. Das ist, glaube ich, ziemlich gut dann. Ziemlich der beste Weg, weil ich halt eh möglichst schnell den Boss möchte. Okay. Aus dem Raum raus und wieder reingehen, erhöht die Reichweite der Bomben. Was hier in Womp natürlich ganz gut sein kann, da blaue Steine nicht immer sichtbar sind. Okay. Larry Junior, ja klar, wieso auch nicht, ne, ja, oder so. Bin gespannt, wer der Boss ist. Tod wäre eine gute, wäre ganz gut. Ich hoffe, der Boss ist mein Tod. Greed, oh komm, wieso? I want the fucking undefined item glitch. Greed, please. Ja, Geiz, ne? War klar, dass sowas kommt. Nein, Münzen. Ich kann nicht flüchten. Nein. Okay. Kiste, Geld. Even more money. Golex, ja, okay. Wahrscheinlich ein Herzcontainer das Beste, was sie kriegen. Ja, wenn man den Kopf in der Luft schlaut, dann passiert was Interessantes, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, die Schüsse davon waren jetzt gerade nicht sehr, haben sich gerade von der Slowness nicht sehr beeindruckt gefühlt. Aber naja. Wobei, ich glaube eigentlich ziemlich. Naja. Die kann ich eh keinen Schaden machen. Aber ich kann, bam, gut. Oh, Band, das ist besser als normaler Herzcontainer. Das ist ein Herzcontainer mit zwei Seelenherzen. Schaltet man frei, wenn man das erste Mal alle vier Cubes of Meat in einem Run hat. Book of Sin will ich ehrlich gesagt nicht haben. Mark ist Damage Up und ein minimales Speed Upgrade von, ich glaube, 0,2 Punkten oder so weit, wie ich inzwischen weiß. Rewall. Razorblade für 2 Herzen will ich auf keinen Fall. Ujabot für 3 Seelenherzen will ich auch auf keinen Fall. Das heißt, ich gehe einfach weiter. Womp 2. Ich spawn direkt neben dem Geheimraum. Wenn ich ein Undefined Item Glitch habe, brauche ich. Und. Oh, komm schon. Komm schon, Spiel. Please. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich gehe links. Weil es dort mehr Möglichkeiten gibt, wo er sein könnte. Ich glaube, an der Zahl 3 Stück, die 5 weit weg sind. Und rechts gibt es nur eine. Deswegen. Ja, wahrscheinlich ist es eh die rechts, aber naja. Eine Kiste in einer Kiste, super. Ah, wieso bekomme ich nicht diesen Glitch? Ich bitte dich, Spiel. So. Nein, ich komme nicht mehr raus. Ah. Unten sind 2, oben einer, das heißt, ich gehe nach unten. Also Sackgassen. Wobei ich dann vielleicht nicht mit der, sondern mit davon oder sowas, aber egal, arbeiten sollte. Ja, egal. Okay, dort unten ist der Kampfraum. Ich schaue mal in den Kampfraum rein. Shop is getting screwed. Ja, ich glaube, wir können durchaus das Ganze ziemlich gut schaffen. Denke ich. Aber, also den ganzen One meine ich jetzt.
Ich bin, glaube ich, stark genug. Ich glaube, das wird das Ganze ein bisschen erschweren. Luki, Chubb und Fistula gleichzeitig. Passen Sie auf. Ich habe übrigens damit gerechnet, dass ihr das mit zwei Monstros, ich glaube, Chubb und Larry Jr. ist, aber das war es jetzt ja scheinbar nicht. Ich konzentriere mich erstmal auf Luki, würde ich sagen. Wobei Fistula mir gefährlich nahe kommt. Fistula will ich als letztes, glaube ich, bekämpfen. Das hier ist übrigens ein Raum, wie es dann auf der letzten Ebene im DLC man sich es vorstellen könnte, schwierigkeitsgradmäßig. Ja. Wobei es diesen Raum so nicht gibt. Da ist irgendwie drei Lokis in einem Raum und sowas. Oh, jetzt habe ich Fistula aufgeteilt. Das ist sehr schlecht. Dann kümmere ich mich erstmal um Fistula. Während ich ein bisschen Schab nebenbei abschieße. Ja, das war einfacher als erwartet. Nehme ich hin. Okay, dort ist, ja, schwerster Raum. So. Also ist da rechts der Boss. Strich das Herz. Ihr seid böse. Ein bisschen auf jeden Fall. Normalerweise bekämpfe ich immer den in der Mitte als erstes. Wieso mache ich das nicht? Naja. Auch nicht schlimm. Habe ich das schon gesagt? Little Chat gibt immer nur ein halbes Herz. Immer. Immer ein halbes rotes Herz. Es ist nie ein ganzes rotes Herz oder ein Seelenherz. Immer ein halbes rotes Herz. Was Lil Chat für Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen ziemlich unnötig macht, aber naja. So. So. Doppel-Envy, okay. Wie zweimal Fistula im Prinzip, nur einfacher. Würde ich mal so sagen. Ich glaube, ich könnte mich einfach hier in der Ecke verkriechen und die ganze Zeit schießen. Das könnte... So. La 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 Lame. Ich kann nicht mehr reden. Okay. Folgendes. Wir werden jetzt den Boss bekämpfen. Nein. Nicht dein Ernst. Ist auch nicht mein Ernst. Ich gehe jetzt wieder zurück in den Geheimraum und versteck mich dort bis in alle Ewigkeit. Okay, auf den Geheimraum. It lives. Beschwört, wie ihr ja wisst. Kommen, wenn alle Gegner besiegt sind, runter und beschwört neue Gegner. In der Zwischenzeit kann man es angreifen. Also halt, während es die Gegner beschwört. Ja, kann halt jetzt, weil es ja jetzt It lives ist, dann statt Mams normales Herz. Kann es halt jetzt auch so schwächere Bosse beschwören. Monstro, Larry Jr., Chubb, Duberfly, sowas. Macht es eigentlich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht großartig schwerer. Au. Oh.
Oh oh, Imba-Auge. Die gibt's übrigens auch in Sheol, diese Imba-Augen. Okay, das war ziemlich immer. Also ziemlich. Eine ziemlich gute Position für League of Legends, muss man sagen. Okay, Chubb. Ich glaube, du hast auch keine großartige Lebensspanne hier. Wieso hat meine Mutter eigentlich solche riesigen Würmer im Herz? Ich verstehe es nicht. Und wieso ist ihr Herz überhaupt in ihrer Gebärmutter? Jetzt wirklich, dass dieser Bug jetzt in Sheol auftreten würde, sonst wäre es echt schade. Wobei ich, wie gesagt, nicht weiß, ob das tatsächlich gehen kann. Ich meine, ich glaube, der wurde nicht umsonst erst in War of the Land im DLC gefunden, der Bug. Aber naja. Ansonsten war es sowieso eigentlich ein echt toller, witziger Run. Mit einer Falltür in die Hölle. Wie gewöhnlich. Okay. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo der Dingensraum wahrscheinlich ist, am wahrscheinlichsten ist. Ich werde die Full Health Pill übrigens erst beim zweiten Leben nehmen. Ich mag diese Gegner übrigens überhaupt nicht. Schlimmer als Monstro, ja. Ich rede über euch. Okay, das war ziemlich gut. Also, so ein Raum finde ich schlimmer als ein Raum mit einmal, mit zweimal Monstro, ganz ehrlich. Oh oh. Okay, aber einige sind zum Glück schon besiegt. Stirb, danke. Komm, 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 komm. Na, danke. Speed-up will ich nicht haben, aber nehme ich trotzdem, damit ich nicht auf der Karte verwirrt bin. Irgendwann mal. Hey, was ist denn das da für eine Pille, dass ich die nicht mitgenommen habe? Oh, Speed-up, hm. Okay. Im Aufheben in den nächsten Raum gegangen. Das ist auch kein toller Raum. Sagen wir es so. Ein Greed ist schon schlimm genug. Wahrscheinlich ist jetzt eh Greed einfach im Geheimraum. Das wäre echt mies. Erstmal gefacetankt. Na ja. Steam Sale. Hm. Bringt mir echt viel hier unten. In der Hölle. Hm. Naja. Und. Geld. Schade. Unten ist übrigens eh der Boss. Jetzt fällt mir jetzt gerade so auf. Ich werde den Boss nicht schaffen, ohne zu sterben. Das sage ich gleich. Aber ihr habt den Boss ja schon gesehen, ihr kennt den Boss schon ein bisschen. Es sei denn, dass ihr jetzt erstmal den von mir schaut. Ich hoffe allerdings, ich schaffe diesen Raum. Kommt schnell, Herz. So. Ich will jetzt aber noch möglichst viele Räume möglichst schaffen, ohne zu. Ah ja, okay, das könnte ich noch schaffen. Möglichst ohne getroffen zu werden am besten.
wie immer halt nicht getroffen werden, ist immer, immer das Beste, was man tun kann. So. Das ist so ein Typ, der geht auch so genauso gleich wie ich, aber der schießt dreifach Schüsse. Dafür ist deutlich langsamer als ich, deswegen kann ich persönlich besser gegen den hier kämpfen als gegen anderen. Weil der andere schießt, glaube ich, immer genauso schnell, wie man selber das tut. Und ja, hier, wie man sehen konnte, ziemlich einfache Sache, dank meiner großen Reichweite. Oh, Fallen. Kein netter Boss. Immer schon mal eine Übung gegen den Final Boss. Ich benutze übrigens schon mal Bomben, um so durch die Räume durchzukommen, weil ich werde eh meine Bomben nur noch für einen Kampf gegen Satan benutzen müssen. Ja, ich glaube, das war richtig grammatisch. Egal. Auf jeden Fall haben wir diesen Raum jetzt erfolgreich bestanden. Bitte. Danke. Und okay, Fistula. Ach, wir haben ja vorhin schon Schlimmeres geschafft, oder? Beziehungsweise wahrscheinlich für euch in der letzten Folge. Diese waren schon eine Stunde lang. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich den in 15 oder 20 Minuten Folgen machen wollte. Will. Weil ich will eigentlich 15 Minuten Folgen haben, damit ich nicht so oft aufnehmen muss. Wobei ich das echt gerne mache. Eigentlich. Aber jetzt, wo der One so lang ist, will ich auch euch nicht so lange so auf die Folter spannen. Ob der Glitch funktioniert hat und alles, was er jetzt nicht getan hat. Aber let's do this. Satan. Okay, die Bombe war nicht gut. Ich habe zu spät realisiert, dass da eine Bombe hinlegen will, deswegen, ja. Komm, komm, komm. Ja, ich glaube, ich habe einen von denen auf jeden Fall getroffen. Na, ja, das war schlecht. Das war auch sehr schlecht. Oh, ich habe ich den Stein da kaputt gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich will jetzt auf jeden Fall. Ich glaube echt nicht, dass ich. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Aber ich habe hier noch das zweite Leben und dann noch die Full Health Pill. Also ich werde es auf jeden Fall schaffen. Das ist übrigens meine Taktik gegen diesen Boss hier, die ganze Zeit stehen. Und ich bin auch noch. Er ist auch noch geslowt. Das heißt, ich glaube, es kann sein, dass seine Schüsse mich gar nicht erreichen. Wenn ich ihn die ganze Zeit geslowt halte. What the fuck, wie er down geht. Übrigens, der kann auch so Laser schießen. Und dann einmal noch aus beiden Händen gleichzeitig. So. Wer tot ist, der läuft ihm immer so übers Gesicht. Keine Ahnung, wie ich das mache. Habe ich mir angewöhnt. Ja, das ist so ähnlich wie bei Mutter jetzt. Die Phase. Nur ist halt da auf die beiden Typen. Also wenn ich die töte, dann wird er die einfach nochmal neu spawnen. Ich glaube, ich schaff's vielleicht sogar so. Mit drei Herzen. Ich sehe den einen Typen nicht, okay. Mir sind schon sehr komische Sachen bei diesem Kampf passiert, also, Mom's Knife haben wir freigeschaltet, ein Instant-Win-Item. Sage ich einfach mal schon mal voraus. Falls wir ihn finden. Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt schon, dass es ein Instant-Win-Item ist. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt das Ending an, nachdem wir uns getötet. Nein, das mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Danke fürs Schauen eines weiteren Runs von The Binding of Isaac. Ich werde gleich noch Rockman und Constance hier aufnehmen, damit das auch nochmal wiederkommt. Und ja. Die Musik ist komisch. Und es ist wirklich. Ich habe wirklich jetzt Golden God hier im Menü. Ich kann mir erklären, wieso. Ich will allerdings auch keinen neuen Spielstand jetzt extra wieder machen. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Golden God hier. Wie scheint. Obwohl es noch einige Items fehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Golden God ist, dass man alle Items haben muss. Und nicht alle Sachen freigeschaltet. Bin ich mir ziemlich sicher. Wie viele Tode haben wir? Nochmal. 99.
Das heißt, ich werde keinen weiteren One machen, bis ich in Wrath of the Lamb machen, bis ich wieder hier spiele. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit so knapp ist, Alter. Bei 100 schalten wir ja was frei. Auf jeden Fall, mit wem werde ich es als nächstes machen? Das seht ihr dann. Ja, ich habe mit den beiden gemacht. Ich könnte jetzt nächstes einfach mit Maggie machen. Ich habe jetzt mit einem schweren gemacht, mit einem einfachen. Das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich wieder mit dem schweren weitermachen. Die beiden hier nehme ich übrigens jetzt einfach. Das heißt, die beiden würde ich als schwer bezeichnen. Würde ich sagen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Binding of Isaac. Tschüss und bis denne.